a squirt. Okay, erstmal in die Gruppe der Leichlinge reingefallen. Okay, gut. Direkt erstmal ein Statement gesetzt. Und hier nochmal ein paar Fragmente gefunden. Das freut mich. Oh, schön. Okay. Wir können die zerhauen. Aber wir kriegen auch Schaden, wenn wir zu nahe hingehen. Okay, gut. So, hier liegt einiges an Zeug rum. Das nehmen wir natürlich hochprofessionell. Oh, da waren sogar noch ein paar Dinger dahinter versteckt. Wir sind hier natürlich die hochprofessionellen Entrümpler. Okay, und die halten einiges aus an Pfeilen. Oh, etwas Fieses. Oh, das ist aber doch ein Leichling, oder? Das ist doch ein gestorbener Leichling. Hey, stopp! Ein Aufwertungsmaterial für das Reißer-Repetiergewehr. Ein stacheliges Knochenbündel von einem verwesten Kriechtier. Der Stadt gelang es nie, sie unter Kontrolle zu bringen. Der Katastrophe gelang es. Okay, krass. Oh, ups. Ich glaube, dieser Punkt hier ist etwas kaputt. Ups. Bisschen Party im Inventar. Okay, gut. Na gut, da haben wir endlich eine Verbesserung für das Repetiergewehr. Auf jeden Fall. Wir kriegen auf jeden Fall einen Preis dafür. Vielleicht sogar eine Auszeichnung von Steam. Das wäre schön. Ups. Ah, okay, die Perspektive wieder. Ja, die Perspektive ist ein bisschen, manchmal ein bisschen komisch hier. Okay, dann weiter unten. Dann schauen wir gleich mal. Vielleicht kriegen wir wirklich eine Auszeichnung dafür, wenn er das schon so anspricht. Ah, mal schauen. Stuck inside one of those fancy cages. Okay, aber die Kerne offenbaren uns eigentlich immer relativ schnell. Das heißt, wir müssen nicht wirklich großartig danach suchen. Oh, schön. Hallo, Baby. Ja, das ist ja was Schönes. Und die Kerne sind eigentlich immer direkt da. Aber es geht dann halt eben darum, diese Käfige zu öffnen. Bisher eigentlich nur, indem wir hier gekillt haben. Oh, was haben wir denn hier? Eine Tretmine. Okay. Aber das ist jetzt schon wieder das Ding. Ja, jetzt haben wir schon wieder eine andere Fähigkeit. Warum kann ich denn nicht mal eine Fähigkeit behalten? Warum wird mir die immer direkt weggenommen? Da kann man ein bisschen schlecht planen dadurch. Bin ich ein bisschen blöd. Aber okay. So, wir machen hier nur eben kurz, bevor wir hier großartig Geschäfte erledigen, gehen wir hier erstmal schön hier ans Grünzeug vor allem und so ein bisschen an die Entrümpelungsarbeiten hier. Hier fliegt auch echt überall hin, ne? Vor allem die eine Fliege war jetzt hier gerade an meinem Mikrofonständer, da irgendwie an so einem an so einer kleinen Schnur da am Rumfimmeln. Weiß ich nicht, habt ihr nichts Besseres zu tun? Schlaf doch eine Runde.
So, dann schalten wir hier erstmal eben um. He throws a switch. Now what could possibly go wrong? Quite a bit, as it turns out. Das Spiel verarscht mich immer so ein bisschen. The cage starts lifting from the core ever so slow. All kid can do is wait. Shipments start falling in. Okay, 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 okay. Alter, Alter, was ist denn jetzt hier? Was ist denn jetzt hier für ein Trara, hey? Warum kriege ich denn Hilfe? Warum kommen denn mir manchmal Dinger zu Hilfe? Ich verstehe es gerade nicht ganz. At this rate, maybe 5 more minutes, maybe 30, hard to tell. Hä? Alter. Was ist denn jetzt hier los vor allem? Squirts get real territorial around the core. Holy shit, was ist denn jetzt hier los vor allem? Alter, was? Die knallern sich ja alle gegenseitig. Der hilft mir, aber warum und wie lange vor allem? Ich verstehe es gerade nicht ganz. Vor allem liegt hier überall Schambel rum. Nice, okay. Just gotta get to the nearest barge. Nice, nice, nice. Okay. Ja, komm, die nehmen wir hier gerade mal noch alle mit. Mach mal keine Gefangenen hier. So, meine Freunde. Dankeschön. So, was habt ihr noch? So, mitkommen. Eieiei. Das war ja jetzt mal ein Happening hier. Gut, die ganze Bude hier fällt jetzt auseinander. Können wir uns vielleicht ein bisschen mal eilen. Aber ich muss jetzt erstmal alle Sachen noch einsammeln. Wir haben hier, so scheint es, einen Ausgang. Umschalten, okay. Aber haben wir denn hier alles auch mitgenommen? Okay, da oben ist zu. Das öffnet sich auch nicht. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Okay, wir haben hier einfach nur... Okay, gut. Die Perspektive macht manchmal kubische Artefakte hier. Gut. Nee, dann schalten wir einfach mal um. Und weg hier. Juhu, schnell weg. Ich find's gut. Ja, das Spiel gefällt mir. So, wir haben einen neuen Kern. Wir haben einen neuen Kern. Sehr gut. So, wir gehen erstmal zum Fremden. Und alte Gewürze. Fragt nach den alten Gewürzen, die im Schmelztiegel verborgen waren.
Woher stammen sie? Und aus welcher Zeit denn überhaupt? Folks voyaged across the boundless sea to found Ceylandia. It was good living here for a while. Dieses Spiel verwirrt mich echt. Mit diesen kleinen Zwischensequenzen, da denke ich echt die ganze Zeit. Es ist ein bisschen länger, deswegen schalte ich mich immer wieder zwischenzeitlich aus. Und dann ist es doch nur eine Sekunde lang. Sehr gut. Dann packen wir den neuen Kern in das Monument und schauen mal, was daraus so rauskommt. The old world's finished, but the new world's just getting started. Nice, wir können wieder ein neues Gebäude hier bauen. Da wollen wir doch direkt mal schauen. Bauen wir direkt mal die Schmiede hin. Nice, neue Aufwertungen erhältlich. Da schauen wir nochmal rein. Things need fixing up in this world, and we can start right here. Nice, so, für das Repetiergewehr packen wir hier direkt mal unsere Verbesserung rein. So, wir haben gut 8 Munitionskapazität, habe ich mir schon fast gedacht. Und kürzere Nachladegeschwindigkeit wahrscheinlich. Genau. Schnellmagazin, 75% schnelleres Nachladen, ein modifiziertes Magazin, das minimale Pausen beim Feuern gewährleistet. Also doppelt so schnelles Nachladen, oder? 50%? Nee, nicht doppelt, das wäre 100%. Also, ja, 50% schnelleres Nachladen. Nee, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Oder 8 Munitionskapazität. Eine Hochkapazitäts-Munitionstrommel sorgt für mehr Schüsse und weniger Nachladen. Was sollen wir nehmen? Schnelleres Nachladen. Ich glaube, wir haben 10 Schuss. 8 Schuss wären tatsächlich, glaube ich, mehr als 55% schnelleres Nachladen. Oder haben wir dann, je mehr Schuss, desto länger dauert das Nachladen? Komm, wir gehen mal mit dem schnelleren Nachladen erstmal. Wir können ja auch im Nachhinein nochmal wechseln. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal, wie es mit dem schnelleren Nachladen ist. So, dann haben wir etwas Scharfes. Genau, Aufwertungsmaterial für die Kriegsmachete. Dann wollen wir da mal schauen, was da so geht. 20% kritische Trefferchance, eine gespiegelte, scharfe Klinge, die eigens für die Schlacht geschmiedet wurde. Oder gezackte Schneide, Angriffe lähmen Feinde, Angriffe verursachen Schaden über Zeit. Eine beunruhigende Sägezahnklinge, die einzig der Zerstörung dient. Ja, ich glaube, das macht mehr Spaß. Nice. Gut, den Bogen brauchen wir immer noch nicht. Passt. So, dann wollen wir eben kurz schauen. Können. Gut, wir haben immer Stufe 3 immer noch nicht fertig. Haben wir denn hier noch was? Waffenlager. Ah, Tretmine haben wir gefunden. Genau, Geheimwertigkeit, eine komplexe Sprengfalle, die hochgeht, sobald sich irgendwelche Abschaum nähert. Ein Federmechanismus gewährleistet die Sicherheit des Anwenders. Okay, also das heißt, sie geht nicht sofort hoch, sondern wir können uns auch erstmal in Sicherheit bringen. Gut, ich glaube, ich würde trotzdem gern mit Spiegelschild weitergehen, auch wenn wir das tatsächlich noch nicht einsetzen konnten, weil sich die Fähigkeit direkt geändert hat. Ne? War schön.